Herzlich willkommen, ihr Lieben, Basteln für die Seele. Hier findet ihr Ausflüge mit meinen Hunden, morgens zum Sonnenaufgang, vieles gebastelte Ideen. Ich probiere gerne aus und recycle gerne. Ich wünsche euch viel, viel Spaß. Es ist 20 vor 7, ich stehe wieder vor meiner Haustür. Der Himmel ist so wunderbar. Das wollte ich euch doch unbedingt zeigen, bevor wir losfahren. Also, wir sind unterwegs. Wir fahren jetzt zur stillgelegten Bahnstrecke. Wunderbarer Himmel. Ich kann hier nur nicht so richtig doll filmen im Moment. Ich muss ein bisschen fahren. Ich hoffe, ihr könnt ein bisschen was sehen. Ich muss doch noch mal schnell anhalten und euch den wunderbaren Himmel zeigen. Der hat sich schon wieder verändert. Und wir sind jetzt hier angekommen an der alten Bahntrasse, wo die stillgelegte Trasse ist. Fahren noch ein Stückchen weiter und werden dann... Hört ihr das Klingeln? Ja, das ist mein Auspuff. Ja, wir haben jetzt hier geparkt an der Seite. Vom Himmel sieht man hier an dieser Stelle nicht so ganz viel. Deswegen hatte ich vorher am Eingang noch mal gehalten. Es ist ein ganz eigenartiges Licht und wie ihr vielleicht seht an der Straße, es regnet so leicht. Es ist ganz seltsame Stimmung heute Morgen. Ja, das ist das Ganze, was wir jetzt... Wartet, Moment. Das ist das Ganze, was wir jetzt vom Himmel im Moment noch hier von hier aus sehen können. Wir haben diese Kabel, Leute. Seht ihr, wie viele verschiedene bunte Kabel da verlegt werden? Also ich weiß bis heute, seht ihr die vielen verschiedenen Farben? Und bei uns nebenan auf dem Land sind wir ja schon vorbeigekommen. Da liegen teilweise 7, 8, 9 Farben. Ich weiß gar nicht, was die da alles verlegen, muss ich euch ehrlich sagen, bin sprachlos. Ja, und wie wir sehen, jede Menge Kabel noch in Reserve, wieder neue Trommeln hier. Ja. Eieiei. Ist ein Ding. Ich hatte gedacht, die werden irgendwann mal fertig, aber das Lager wird immer größer hier wieder. Vom Wegen wird kleiner. Hier sind überall rote Kabel jetzt drauf, so rote Leerkabel. Naja, ach, das sind auch wieder blaue. Ach Mensch, lass mal. So, da können wir ein kleines Stückchen blauen Himmel erhaschen. Das war's. Das Rote ist ganz raus aus dem Himmel innerhalb von ein paar Minuten jetzt. Und es wird ein bisschen mehr mit Regen. Normalerweise hätte ich jetzt schon hunderte, ist übertrieben, aber ganz, ganz viele Blumen gezeigt. Im Genauen ist natürlich jetzt durch die Kabel, die überall liegen und die Kabeltrommel, alles platt gedrückt dieses Jahr. Wollen wir hoffen, dass wir im nächsten Jahr mehr Glück haben wieder. Denn die Vielfalt war hier doch sehr, sehr schön immer. Da können wir so eine Art Malve sehen. Und das Geranke da drumherum ist wieder eine andere Pflanze. Wunderbare kleine Pflanze. Auch so malbig irgendwas, ich weiß es nicht besser. Die zieht leider ein bisschen. Alles andere schon verblüht da. Ui, der Regen wird leider mehr. Kann ich zeigen? Nicht so, doch jetzt. Die wächst hier, das ist eine Goldraute oder Gold, wie das heißt. Da haben wir früher für Lambertus die Pyramide mit verkleidet als Kinder. Da wuchs das bei uns ganz, ganz viel da in den A-Wiesen. Da sind noch wieder wunderbare kleine Blümchen. Blümchen, Blümchen, Blümchen. Es ist nicht viel diesmal. Es ist viel vertrocknet schon. Es ist schon ganz viel verblüht. Sonst war die Ausbeute höher. Und die Ränder werden ständig geschnitten. Da vorne auch schon wieder. Ich weiß nicht, warum sie das jetzt machen. Keine Ahnung. Die Vielfalt ist im Moment nicht mehr so präsent wie vor 1, 2, 3 Jahren noch, leider. Naja. Der Himmel ist jetzt so, nicht mehr spektakulär. Ich glaube, die Sonne müsste schon aufgegangen sein, aber ich kann sie noch nicht von hier aus sehen, weil wir liegen ziemlich tief hier mit dieser Straße und wir haben natürlich Bäume davor. Uiuiui. Ui, ui. Kannst du einen Moment warten, ich muss mal Luft holen. Uiuiui. Ui, ui. Ja, es ist 20 Grad, aber trotzdem ist es drückend. Es ist trotzdem drückend. Ja, ich schleppe mich so von links nach rechts, kann man sagen. Ja, heute Morgen kam ich wieder ganz schwer in Gang. Das kennt ihr ja vielleicht selber auch. Manchen Tag, da tun alle Muskeln weh. Manchen Tag nur die Hälfte. Heute ist mehr so ein Alletag. Alletag. Das ist ein komisches Wetter, ne? Das ist ein komischer Himmel da. Warte mal, ich gehe noch mal rein. Komisch, komische Stimmung. So, da ist noch eine andere, aber auch so ein Einzelexemplar hier im Moment nur. Da waren früher auch ganz viele von zu sehen. Die weiß ich jetzt gar nicht, die Blume. War die sonst höher oder warum erkenne ich sie so schlecht? Und sie hat wieder irgendwas zu schnubbern. Komm jetzt, komm. Jetzt sehe ich sie erst, ein doppelter Regenbogen. Warte, Bria. Stop it.
Warte. Ich versuche. Der links ist nur ganz eben, aber den müsstet ihr erkennen können, hoffe ich. Schwierig für die Kamera, ich weiß, aber ja, Glückstag, oder? Wollen wir sagen, ist heute ein Glückstag. Kannst mit der Kamera wahrscheinlich nicht richtig einfangen. Aber guck mal, der geht einmal ganz rum. Kamera schafft es nicht wirklich. Schade. Sieht so schön aus, gerade mal die Blumen. In groß, so, ne? So sehen sie sonst aus. Ich wollte es doch sagen. Eine sehe ich da noch. Da sind sonst auch ganz, ganz viele, aber die sind schon verblüht. Weiß jetzt gerade nicht, wie sie heißt, aber wunderschön auf jeden Fall. Die Sonne ist aufgegangen. Ich habe sie so ein bisschen durchblinzeln sehen durch den linken Baum, aber kann ich euch nicht zeigen. Tut mir leid. Das ist ein komischer Himmel nach wie vor. Und wenn ihr euch erinnert, wir sind ja mal zu Haus Außel gegangen, von der anderen Seite her. Und das war die Straße, die hier die kleine Brücke raufführt. Seht ihr? Die führt dann zu Haus Außel. Da gehen wir jetzt nicht hin. Wir gehen hier nur geradeaus und wieder zurück, weil ich habe gleich noch ein bisschen was zu tun. Ich muss noch zur Bank eben über Wiedenbrück fahren. Das ist ja hier ganz nah schon. Muss ich das gleich jetzt zusammen erledigen. Dann wollte ich, wenn es parktechnisch geht, noch zu den Bücherschränken. Ja, mit dem Regen, das ist natürlich jetzt für die Bücherleute sehr, sehr schlecht. Wollen wir hoffen, dass es nicht so schlimm wird wie angesagt. Oh ja, hier kann man die Sonne sehen, aber ich glaube, wartet mal. Seht ihr sie blitzern? Da ist sie. Mehr kann ich im Moment nicht davon zeigen. Sorry. Der Regenbogen hält sich immer noch. Genau, wenn man genau hinschaut, ein Doppelter, aber der Zweifache ist kaum zu erkennen. Spannt einmal so einen Bogen über mich. Vielleicht bringt er mir Glück, gell? Ja, mit dem Regen. Gestern in der Wettervorhersage stand noch 11, 10 und 11 Uhr Doppelregen. Uiuiui, das wäre natürlich ganz schlecht. Wenn es so ein paar Tropfen sind, da kann ja jeder noch mit zurechtkommen, denke ich. Ah, da sind noch so ein paar Art, ich weiß nicht, wie die heißen. Sehen so ein bisschen aus wie Lichtnecken, sind aber, glaube ich, keine. Das sind so rosa, sind wunderschön. So kann ich sie besser zeigen, gell? Wunderschön. Naja, heute Morgen sah die Wettervorhersage schon anders aus. Heute Nachmittag sind jetzt Regen und Gewitter angesagt und Sturm. Alles keine guten Voraussetzungen, um mit Büchern draußen zu stehen, gell? Naja, ich kann nur hingehen, wenn ich morgens vorher hingehe. Ich werde dann irre, wenn ich sonst in die Menge rein muss mit Parken und mit Durchlaufen und kann ich nicht aushalten. Also die machen um 10 Uhr, um 11 Uhr auf und ich werde um 10 Uhr mindestens da sein. Also mehr schaffe ich nicht. Die Treckers fahren, also die erwarten noch ordentlich Regen. Die fahren noch ein, denke ich. Können wir ordentlich Pilze sehen an dem Baumstamm? Weiß ich wieder nicht, wie sie heißen, aber Blaumsamen, ist das Wegwarte oder? Ich will das immer nicht falsch sagen, ich weiß es nicht. Ihr wisst es mit Sicherheit alle viel besser. Ich kann es euch nur zeigen, mehr kann ich nicht sagen. Ja, das ist so, vor einigen Jahren, auch noch vor ein, zwei Jahren, war hier sehr, sehr viel mehr an Pflanzen, an Blumen zu sehen. Gut, es wird das eine oder andere wahrscheinlich schon verblüht sein, das wird wohl sein. Aber andererseits, wir sind vor ein paar Wochen hier gewesen, aber auch nicht viel mehr. Es geht leider zurück, ne? Ja. Schade. Da seht ihr die. Ein paar Blüten sind noch dran, ein paar wenige. Alles andere schon ausgesamt. Hinten im Hintergrund gucken wir Richtung Wiedenbrück. Und hier ist ein schöner Acker mit Kartierpökes, die sind noch nicht geerntet. Kartierpökes. Halt, wir haben uns wieder verheddert. Stopp, so. Tüften, wisst ihr? Tüften. Gott sei Dank liegt hier im Baumstamm. Ich kann nicht mehr weiter. Keinen verdammten Schritt. Mein Gott. Puh. Mensch, mir tut das Bein wieder so weh. Hat rechte Unterrücken gerade heute jetzt wieder. Oh. Ja, man kann gar nicht so viel stöhnen, wie es einem Elend geht. Und man soll auch stöhnen, ne? Was soll man sich immer alles verbeißen? Geht's immer? Diese Stöhnerei. Ja, aber es ist halt, wie es ist, ne? Es ist halt, wie es ist. Ne? Ich erwähne es halt und dann ist es gut, ne? Hier liegen noch Baumstümpfe, frisch gefällte Eichen. Denke mir, dass es eine Eiche sein könnte. Ja. Hier ist sowieso der Weg zu Ende. Wir kehren jetzt um und setzen uns gleich noch da vorne auf den Stamm. Wie wir es immer gemacht haben, machen da noch eine kleine Pause. Hinter mir Sonnenaufgang kann ich leider nicht zeigen. Alles zu tief noch und zu viel Büsche und so weiter davor. Viel Straßenverkehr für einen Sonntag heute, ne? Muss man wirklich sagen.
So, jetzt ruhe ich mich noch eine Sekunde aus und dann geht's langsam zurück. Viel mehr vom Sonnenaufgang kann ich heute nicht zeigen. Der Himmel hat sich komplett verändert, ist alles zugezogen. Ja, Regenbogen ist auch weg. Da hinten sieht's ganz gut aus, aber hier über mir, grau, grau, grau. Uiuiui. Naja, also im Regen brauche ich natürlich nicht zum Büchermarkt, das ist klar, wenn es richtig doll regnet. Ich hoffe es ja nicht für die Leute. Und wie gesagt, ich kann da nur hingehen, wenn ich vorher hingehe. Ich werde sonst irre. Allein die Parkerei macht mich da krank und kriege jetzt schon Koma, einen Koma-Anfall, wenn ich dran denke, ich muss da ins Getriebe. Nee, das mache ich nicht. Also entweder das Wetter spielt mit und ich kann um 10 Uhr schon da sein, oder es ist für mich erledigt, das Thema. Es ist nicht schwierig, weil soll ich mich rumquälen, so wichtig ist es jetzt auch nicht. Wir werden es erleben. Also die Bauern fahren, als wenn es keinen Morgen gibt. Ein Trecker gespannt nach dem anderen. Drum, drum, drum. Ui, da hinten läuft was über die Straße. Also schnell zoomt er heute nicht. Er ist ein bisschen langsam. Schade, ist schon weg. Nee, ist noch da. Ist ein Reh. Ist ein Reh. Oh, war zwei Rehe. Da sind wir gerade hergekommen. Immerhin weit weg. Wir machen jetzt hier nochmal ein richtiges Päuschen. Hier sitze ich nämlich immer besser. Gott sei Dank liegen die alten Baumstämme noch hier. Mein Mann und ich haben noch drauf gesessen. So lange ist das schon her. Hui, da hat sie sich ja fast losgefutzt hier. Unterm Fuß weg. Ich hatte den Fuß nämlich auf der Leine stehen. Uiuiuiui, das geht nicht. Ich halte sie jetzt fest. Ja, man hält sie lieber fest. Das kleine Öhrchen, das hat keine Zeit. Ist so aufgeregt, ne? Immer so viel zu erkunden hier überall. Ja, die letzten Bilder von uns hier sind am habe ich schon erzählt, gell? Ich weiß, habe ich schon erzählt. Werde ich jedes Mal erzählen, wenn ich hier bin. Das ist halt das, was ich habe, die Erinnerung, gell? Das war Neujahrsmorgen 2021. Ja. Sind wir mit dem Rollator noch hier gewesen? Klar, er konnte ja ohne schon lange nicht mehr gehen. Langsam, langsam, kleine Wege, aber immerhin sind wir noch hier gegangen. Und da haben wir hier auch gesessen, hat der Rollator an der Straße gestanden und da konnten wir uns mit Selbstauslöser konnten wir dann Bilder machen. Ich bin froh, dass ich die noch habe. Und da winken wir noch beide in die Kamera fürs neue Jahr. Wer hätte ahnen können, dass das neue Jahr 2022 so schrecklich würde? Ja, das hat keiner ahnen können. Es nimmt einen immer so, die Erinnerungen sind teilweise so traurig und so schlimm, dass es einem wirklich manchmal so der Atem, der stockt einem richtig, ne? Könnt ihr euch das vorstellen? Ja, hätte ich mir auch nie träumen lassen, dass man sich so... Ich hatte meine Leck mich am Arsch Pillen, sag ich jetzt mal, ihr wisst Bescheid, diese naturheilkundlichen, dieses Mittel, was mir ganz gut getan hat. Hatte ich abgesetzt nach 2 Packungen, habe ich gedacht, okay, das ist mir auch viel zu teuer für mich, so viel Geld auszugeben. Ich gehe mal hinten rum, haben wir irgendwas zu sehen? Hinter mir, genau hinter mir ist Haus Außel. Ne? Haus Außel. Aber können wir auch nicht sehen, ist zu viel Gestrüppel davor. Ja, und da habe ich aber gestern wieder angefangen, weil ich bin nach einer Woche oder gut anderthalb Wochen ohne, bin ich direkt wieder so abgesackt, ne? Stimmungsmäßig, merkte ich direkt, ne? Bin hier abgekackt. Ja, es ist halt sehr teuer, das Zeug, ne? Und man muss ja alles selber bezahlen, man kriegt ja eh gar nichts, ne? Ja, jetzt hast du es gemacht. Jetzt müssen wir die erstmal entkettern hier. Warte. So, da ist das Sönnchen. Von hier aus können wir es noch mal einmal sehen. Aber es ist sehr viel Grau drüber, ne? Uiuiuiui. Das ist nicht schön. Ja, das ist dieser kleine Weg, den gehen wir aber nicht. Ich bin nur extra hier ein paar Schritte rein, damit wir die Sonne mal sehen können. Bienchen, wir gehen zurück. Mäuschen. Hina. Drück, drück. Drück, drück. Ja. Ja, hier sind auch gar keine Blumen zum Zeigen diesmal. Und hier auf der Ecke wuchs uns immer so vieles. Ja. Alles geht kaputt, alles wird kaputt gespritzt. Es ist schade, es ist so schade. Die ist auch nur so ganz klein und
Ja, die paar Dinger, die ich hier habe, mehr habe ich hiervon gar nicht im Moment. Schade. Oh, kleine Einzelkämpfer hier. Hier steht unten ein bisschen Wurmfarn und diese kleine blaue Ranke. Aber die Vielfalt, die wir. Moment, ich gehe mal eben raus. Moment, Entschuldigung. Konnte es ja nicht erkennen, ne? Die Vielfalt, die wir sonst hier hatten, die ist nicht mehr da. Schade, bin ich richtig traurig drüber. Ja, hier blüht noch Oregano. Aber auch der ist auf dem Rückmarsch. Der war nämlich überall vertreten. Überall, wo du gehst und stehst und geguckt hast, war der. Ja, die ist schon komplett verblüht. Da sehen wir nur noch die Samen dran. Seit langer Zeit endlich mal so ein kleiner bunter Strauß für meinen Mann. Ich habe wenig gefunden in letzten Zeiten. Ich lege das hier hinten rein. So, wir sind jetzt wieder im Auto. Wir fahren eben zur Bank nach Wiedenbrück. Ist so richtig dumpfiges Wetter, ist nicht so wirklich schön. Hier vor der Sparkasse sitzen auch immer diese beiden Frauen und erzählen sich was jedes Jahr. Ist immer schön zu sehen. Ja, bin jetzt in Wiedenbrück, war bei der Bank. Ich fahre jetzt nach Hause und auf dem Weg komme ich dann. Ist nichts los, viele vor acht, ne? Ja, das ist angenehm. So liebe ich das, ne? So liebe ich das. Ja, ich bin jetzt mitten in Wiedenbrück, das ist die Kirche. Hier war das Franziskanerkloster, das ist leider jetzt auch aufgelöst worden. Die sind weg. Es haben Privatleute dann übernommen, so eine Aktion, ich weiß auch nicht genau. Aber ich gehe nochmal jetzt ganz schnell, um euch hier die Tanzenden zu zeigen. Ach, hey. Ach, wartet mal, ich gehe mal einmal rum. Das ist die Marienkirche. Das war das Kloster. Ach, das Türchen ist ja offen. Guckt mal, prima. Dann kann ich euch die Figuren mal besser zeigen, gell? Ich glaube, die werden schon bald abgebaut. Anfang September sind die schon wieder weg. Aber ich bin froh, dass ich noch ein paar zeigen kann. Ist das immer schön, gell? Teilweise neue Figuren, die ich noch nicht kenne. Teilweise neu bemalt. Bisschen andere Farben. Ich gehe mal einmal so rum mit euch. Ach, guck mal, hier darf man, hier ist sogar Gastronomie jetzt hier oben drauf. Ach, du ahnst es nicht, verändert sich alles, ne? Früher durfte man das gar nicht betreten hier. Ja. Ja, jetzt will ich mal schnell zurück, damit unser Brinchen, die steht nämlich um Ecke da hinten, damit die kleine Maus keine Angst bekommt. Geh noch mal einmal hoch zur Kirche, direkt nebenan, die Egidiuskirche. Kommen wir aber heute nicht. So, ich bin in Wiedenbrück, mittendrin. Schöne lange Straße hier. Hier ist mein Optiker. Mit der Brille bin ich sehr zufrieden. Kann man ja auch ruhig mal sagen. Und hier ist die kleine Telefonzelle. Mal gucken, wie es jetzt da drin aussieht heute. Oh, da saß doch die eine Dame von den Alltagsmenschen. Ist das hoffentlich nicht kaputt gemacht worden? Ich habe gehört, dass wieder ganz viel kaputt gemacht worden ist hier. Und jetzt wird sogar überlegt, ob nach so vielen Jahren die Alltagsmenschen überhaupt noch hier demnächst sein werden. Es ist so schade, dass Leute hergehen und zerstören dann solche schönen Kunstwerke. Tausende und Abertausende haben Freude daran und die machen es dann kaputt. Ne? Das ist unvorstellbar für mich. Ne? Jetzt geht's weiter. Götz, Annette Götz. Naja, die macht nur Mode für dünne Leute. Ich glaube, die hört bei 44 so auf. Hat es mal geschrieben, für Dicke will sie keine Mode machen. Ich bin extra hier geparkt jetzt, weil dann kann sie mich sehen, ne? Sonst kriegt sie hinterher Angst. Ja, hier sind wir schon. Mal gucken. Kann ich euch die Damen noch mal zeigen? Die sind dann bestimmt bald weg. Es fängt an zu regnen. Unten haben wir ein paar Enten. Ich gehe jetzt nicht weiter rein. Ich habe den Hund im Auto, habe ich keine Lust für. Ja, hier ist einige schon los. Hundeleute vor allen Dingen unterwegs, gell? Und hier blüht so schön. Astern und Echinacea wird das sein, weißer und roter, verblüht. Ja, das ist ganz schön hier. Und da unten steht meine Ausbeute, die zeige ich euch später. Hier stehen auch noch Einkaufsmenschen. Und gegenüber steht er und da guckt steht die an. Frau mit dem Hund, die gibt ihm gerade eine Wusch und die steht vor einer Metzgerei. Und hier stehen diese beiden. Ja, ich denke, die werden bald abgeräumt hier. Ich zeige euch noch mal so ein bisschen was. Ja, es gibt leider auch moderne Beuten, das lässt sich halt nicht anders machen, aber es ist halt sehr, sehr schön hier im Bibelfest nach wie vor. Ne? Ich glaube, viel mehr kann ich euch nicht zeigen. Diese beiden, die haben sonst immer hinten am Ratskeller gesessen. Da bin ich heute dieses Jahr gar nicht hergekommen.
Und ich weiß jetzt nicht genau, wo die sonst waren. Teilweise haben die andere Konstellationen gehabt. Und es gab auch mal einen ganz, ganz großen Tisch einige Jahre mit Köchin. Und da habe ich auch Bilder von in den Blogs, wer sich dafür interessiert. In meinen Reserveblogs sind die alle zu sehen. Dies ja leider nicht vollständig, schaffe ich einfach nicht. Das ist das Ende der langen Straße hier. Oh, da ist auch schon wieder alles neu. Ja, da vorne. Mal gucken, ich glaube, da standen auch noch welche. Vielleicht kann ich halten, dann zeige ich es euch noch. Mein Brinchen ist ganz, ganz lieb. Die sagt nichts, die wartet ganz geduldig. Das ist eine ganz eine Liebe, ist das, ne? Ganz eine Liebe. Kann ich halten, nun schneller Blick drauf. Du musst jetzt wieder auf die Straße zurück. Schnell mitten auf der Fahrbahn angehalten, um euch die auch noch zeigen zu können. So, jetzt aber nach Hause. So, ich bin unterwegs, jetzt nach Haus Nordbeck. Rechts haben wir gerade diese kleine Ausguckplattform sehen können. Wir fahren jetzt den Weg zu Haus Nordbeck. Es ist ein sehr, sehr schöner kleiner Weg, der mittlerweile für den allgemeinen Verkehr gesperrt worden ist. Ja, weil die Leute halt rauf und runter rasen. Ne? Und hier wohnen ja auch. Seht ihr da hinten die Linie am Horizont? Ich weiß nicht, ob ich sie zeigen kann. Mal gucken. Ich habe kurz angehalten, damit ich es euch zeigen kann. Das ist der Teutoburger Wald. Da haben wir heute eine schöne Sicht drauf. Ja, ich fahre nun langsam weiter. Wetter, ja, so wechselhaft. Die Sonne kommt gerade wieder durch. So, ich habe mal ein paar vorbeigelassen. Die Drängelei geht an mir auf die Nerven. Denn ich wollte noch ein bisschen was filmen hier. Da sind besondere Langhornrinder auf der Weide. Konnte ich so schnell nicht zeigen, tut mir leid. Ja. Aber die haben wieder auf. Die hatten ganz lange zu. Das war so ein Hofladen, ne? Mit Kirschen in erster Linie. Ja, wir sind jetzt fast schon bei Haus Nordbeck. Da, wo die Autos reinfahren, da geht es zu Haus Nordbeck gleich. Ich muss eben mal die Kamera wieder weglegen, aber es ist sehr, sehr schön heute Morgen. So, wir sind jetzt schon fast da. Den Weg bin ich ja noch mit meinen beiden Hunden gegangen, als sie noch lebten, Tara und Mia. Und ja, mein Mann und ich sind hier nie spazieren gegangen, weil wir so viele andere Wege hatten. Und da haben wir gesagt, da müssen wir mal hin, aber irgendwie sind wir da nie hingekommen. Außer zu den Büchermärkten oder mal zu dem Museum. Ja, ich lege die Kamera jetzt gleich weg, ich bin gleich da. Zeige ich euch hoffentlich ein bisschen mehr. Bin angekommen, stehe wieder auf dieser Wiese. Also ich finde, die hätten es aber mal gerade mähen können vorher. Das ist jetzt wirklich blöd. Ja, das ist wirklich blöd. Naja, muss man sich richtig durchkämpfen hier. Ne? So hohe Wiese, kriegst du direkt nasse Füße als erstes morgens früh. Das ist der wunderherrlichste Parkplatz, der ist komplett gesperrt, damit jeder Idiot auf der Wiese rumläuft. Kurz nach 10 und es ist schon richtig voll. Ja, die sind noch teilweise im Aufbau. Es ist ja auch noch eine Stunde vorher. Oh, zur Information. Nachdem es so viel böses Blut um diese Gans gegeben hat, ist die Gans immer noch hier mit ihrem Flügel. Also wird man sich wohl drum gekümmert haben, auf irgendeine Art. Okay, ich gehe jetzt mal rum, mache mal eine kleine Runde. Die ist aber ganz guter Dinge anscheinend. Ne? Also es scheint ihr keiner was zu tun hier. Ja, mehr kann ich da jetzt aber auch nicht zu sagen. Aber sie lebt noch und sie läuft noch nach wie vor hier rum. Ich filme jetzt nur einmal so grob drumherum. Ich kann jetzt nicht jeden einzelnen Stand abfilmen, aber es sind schon sehr, sehr viele aufgebaut. Man wird hier vieles finden können. Ich gucke so ein bisschen durch, ob ich was finde zum Ausschlachten. Und zeige es euch dann, gell? Böckchen steht in Sonnenschein. Oh, what is that Böckchen fein? Müsst ihr mal nachgucken. Eins meiner Lieblingsgedichte von Kindheit ab. Wie ich erwartet, fast nur Neuware oder zu gute Bücher. Kann ich nichts mit anfangen persönlich. Ist ja auch nicht der Sinn eines Büchermarkts, damit man alte Bücher kaputt machen kauft. Gell? Aber wollen wir mal gucken. Vielleicht finde ich auch ein bisschen Häuschen, da sind immer Ausstellungen drin. Ist jetzt im Moment zu. Erste kleine Bilderbuch habe ich schon gekauft und ich gehe jetzt ein bisschen weiter und zeige euch ein bisschen mehr. Ich glaube, das habe ich noch nicht gezeigt. Das soll der Olle Goethe sein. Der mal in Münster war. Ah, jetzt ist, glaube ich, hier zurzeit eine Comicausstellung. Ich kann es euch nicht sagen. Der erste Parcours ist beendet. Ich habe drei Bücher. Mal gucken, ob ich noch was finde. Ich gehe noch mal weiter. Viele schöne alte Cover, aber ich habe schon selber mehrere. Ich weiß auch gar nicht, zu welchem Stand das gehört. Ist egal. Aber da könnte man richtig schöne alte Cover noch kriegen hier. Schlag auf Schlag. Nächste Gang abgearbeitet. Jetzt ist die Karre schon so schwer. Ich habe schon so viele schwere Bücher geholt. Ich kann sie kaum noch bewegen.
zeige es euch gleich zu Hause alle. Ich gehe noch einmal rum und jetzt ist dann auch gut für heute. Da ist das Literaturmuseum drin. Ich sitze jetzt hier auf diesem Mäuerchen wieder. Da sind wir ja letztens rumgelaufen, die Brina und ich, durch den schönen Obstgarten. Jetzt stehen da so ganz viele. Ach, da ist bestimmt heute irgendeine Lesung oder eine Veranstaltung, das weiß ich nicht. Da stehen schon ganz viele Stühle. Ja, ich werde jetzt noch die paar Stände hier ablaufen. Ich weiß nicht, ob ich noch reingehen werde. Ich glaube, drin ist auch noch irgendwas. Gastronomie und so mache ich nicht. Also ich bin froh, wenn ich da bin. Meine Karre ist so schwer. Ich zeige euch gleich mal, was ich habe. Könnt ihr gar nicht glauben, wenn ich das zeige. Man kann da auch jetzt noch reingehen. Da sind meistens auch noch welche drin. Hier ist Gastronomie. Da gehe ich jetzt auch nicht mehr rein. Ich bin fertig für heute. Ich habe es euch so geweiht, ich kann gezeigt. Ihr wisst ja, ich bin irgendwo rein, wo es so voll ist. So, jetzt geht's nach Haus, ab durch den Torbogen. Meiner lauten Rollkarre und dann zeige ich euch gleich, wenn ich zu Hause bin, was ich alles bekommen habe. Es war für mich echt super anstrengend und ich zeige euch auch gleich, wie schwer die Bücher sind, die ich habe. Ich bin jetzt auf dem Rückweg und fahre nach Hause und werde mal hoffen, dass ich dann jetzt heiler hier rauskomme. So ihr Lieben, es ist schon Mittagszeit. Den ganzen Vormittag war ich unterwegs. Ich bin komplett kaputt. Ich schon weiß ich nicht, viertel vor zwölf ungefähr. Ja, wir waren vor Sonnenaufgang draußen. Ich bin früh aufgestanden. War schon um, weiß ich nicht, was haben wir gesagt, viertel vor, 20 vor sieben waren wir schon unterwegs. Da haben wir eine gute Stunde einen Spaziergang gemacht. Dann sind wir noch ein bisschen in Wiedenbrück unterwegs gewesen, kurz. Und dann nach Hause, den ersten Film fertig gemacht. Ein Schlückchen Tee getrunken und dann bin ich zum Büchermarkt. Ja, das habt ihr sehen können. Jetzt ist das die erste Ausbeute aus Wiedenbrück. Die zeige ich euch jetzt gerne mal. Und zwar habe ich jetzt ein altes Büchlein gefunden mit, guck mal, 1927 zur Erinnerung an den Geburtstag in der, kann ich leider nicht lesen, die altdeutsche Schrift. Auf jeden Fall ist es ein schönes von 1920, ein schönes Schriftbild, ein schönes altes Buch. Das möchte ich wohl ganz gern verarbeiten, so der Plan. Dann habe ich ein Schulbuch gefunden. Kennen wir alle noch, Dirksen, ne? Da hatten wir doch fast alle den Schulatlas. Aber hier sind ein paar schöne Bilder drin, guck mal. Und deswegen habe ich es mitgenommen. Es ist ziemlich, ja, es ist nicht total verranzt und verdreckt, aber es ist ordentlich benutzt. Man sieht Flecken drauf, stört mich jetzt ja überhaupt nicht. Habe ich mitgenommen, hier die Vögel finde ich zum Beispiel sehr schön. Das ist eine Ausgabe von... Wir gucken mal gerade kurz nach. Irgendwo wird sich das sicherlich finden lassen, hoffe ich. 71, seht ihr? 71. Ja. Das ist ein ganz schönes. Dann habe ich das gefunden. Da weiß ich noch nicht so wirklich, was ich jetzt damit machen will. Blütenessenz, Pflanzen erzählen Geschichten. Das scheint mir ganz liebevoll und schön gemacht zu sein. Guckt euch mal an, wie schön das Buch ist. Liebe Menschenfreunde, es war einmal und es ist auch jetzt eine Zeit, in der wir Blüten und Pflanzen euch Menschen nahe sind. Uns verbindet eine tiefe, aktive Freundschaft und es herrscht reger Austausch zwischen unseren Welten. Oft sind wir Hilfe in der Not, vor allem für die Gesundheit, aber auch als Unterstützung für die Weisheit und die Magie eines glücklichen Lebens. Das ist jederzeit möglich. Es fängt hier schon gut an, ne? Ich werde mir das auf jeden Fall mal durchlesen. Es ist so ein schönes Buch, ist so liebevoll gemacht. Guck mal, mit so Zeichnungen. Die Waldrebe. Zu jeder Pflanze da eine Geschichte. Aber warte mal, das ist noch gar nicht gelesen. Das ist ganz neu, das Buch. Guckt euch das mal an. Das ist noch gar nicht gelesen. Gauklerblume. Eine Geschichte zur Gauklerblume. Ach, das ist ja süß gemacht. Nicht, was wir erleben, sondern wie wir empfinden, was wir erleben, macht unser Schicksal aus. Marie von Ebner-Eschenbach. Geißblatt. Ich liebe Geißblatt. Liebe Geißblatt. Ja, die werde ich mir durchlesen. Ja, aber hallo, die sind so schön gemacht, die Seiten. Also da... Nee, das muss man schon so ganz lassen. Das kann man nicht auseinanderreißen, oder? Nee, ne? Olive. Erholung. Ach so, da habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Was hat denn bei den anderen gestanden? Ich bin so, jetzt, das Geißblatt ist im Jetzt und die Gauklerblume
Mut und Größe und Waldtrieb, habe ich gleich gesehen. Träume erden. Oh, wie schön. Guck mal, das ist ein richtig süßes, süßes Buch. So richtige Schmuckstückchen. Stechpalme, Liebe. Geschichte zur Stechpalme. Selerantus, Klarheit. Ich weiß, was ich will und ich treffe klare Entscheidungen. Aha, Geschichte dazu. Und dann haben wir noch einen Spruch. Nicht, weil es schwierig ist, wagen wir es nicht, sondern weil wir es nicht wagen, wird es schwierig. Sokrates. Ach, das ist ja interessant. Walnuss. Entscheidung. Ich entscheide mich und vertraue dabei Herz und Verstand. Walnussbaum habe ich ja auch im Garten. Muss ich mal öfter dazusetzen vielleicht. Granatapfel, ich bin der König. Abnabeln. Aha. Also ich finde, das ist ein ganz reizendes Buch. Liebe ist das einzige Mittel, um Frieden zu gewinnen. Karl Lucic. Kunstdrucke zu diesen Geschichten. Waldrebe, Gauklerblume. Selerantus, Walnuss, Granatapfel. Ist ja hübsch gemacht. Von wann ist das denn? Wollen wir mal schauen. Also das Buch stelle ich mal jetzt ein bisschen ausführlicher vor. Ist nicht von hier, ist aus Österreich, ja? Blütensohle. Nurovia GmbH. Muss ich mal gucken, ob es die noch gibt. Ja. Naja. Florasole. Internetsohle. Internetseite. Florasole.com, wer sich da interessiert. Naja, ich habe ja mit den Originalbachblüten viel behandelt und ich habe sie wirklich viel eingesetzt und benutze sie, ich habe sie auch heute noch im Auto und in der Handtasche und wenn, naja, nicht mehr intensiv, nein, ich habe aber alle, ich habe natürlich den ganzen Satz klar, habe ich ja selbstverständlich schon seit Jahrzehnten. Da habe ich wunderschöne Sachen gefunden, die ich wahrscheinlich weitergeben möchte. Ich werde noch fragen, ob diejenige Gesichter der Nordseelandschaft, malerische Inselmeditation, Soltau. Und zwar von 86, kleine Auflage nur. Das finde ich ein sehr, sehr schönes Büchlein. Mit schönen kleinen Texten. Und vor allen Dingen, mir gefallen diese ruhigen Zeichnungen sehr gut. Mir gefällt es sehr, sehr gut, das Buch. Ja, ich habe es mitgenommen, weil es einfach so wunderschön ist. Das kann man ja einfach nicht liegen lassen und ich könnte mir vorstellen, dass ich schon jemanden habe, der sich darüber freut. Dann verschenke ich es gerne weiter. Ich habe es ja auch nur gefunden, gell? Ich finde es sehr, sehr schön. Also Zeichnung finde ich wunderschön. Sind wir schon am Ende, oder? Ja, fast. Ja, wollen wir mal eben gucken, wer das gemalt hat. Bilder von Eberhard Ulrich Schwand und Texte von Kurt Perry. Perry wahrscheinlich. Ja, ich finde es richtig klasse. Sehr, sehr schönes kleines Heftchen. Das ist Soltau, Kurier Norden. Ich denke, es ist so ein Eigenverlag. Dann habe ich was ganz Besonderes gefunden. Ich habe allerdings nachgeguckt, es ist nicht wertvoll im Sinne von, es ist jetzt für wenig Geld schon überall noch zu bekommen. Es wird aber wertvoller, wenn ich es aufschlage und, wartet mal, ja, mit Widmung und dieses Buch erscheint als Künstleredition in der vierten und erweiterten Auflage. Es trägt die Nummer 5472 Garding und da ist nochmal die Unterschrift von ihm drunter. Und das Buch hat also keine ISBN-Nummer, das tut sich gleich. Es wird also ISBN-Nummer keine, siehst du? Da haben wir es nämlich. Copyright beim Autor und so weiter. Papier, bub, bub, bub.
in Erfurt gedruckt. Dieses Buch geht nicht die üblichen Wege. Verbreitet wird es von einigen freundlichen Buchhandlungen an manchen guten Plätzen und privat von Sympathisanten, die es an Freunde gern weiter verschenken. Ja. Man kann da auch, ich will mal kurz reinblättern. Ich finde das ganz sehr, wirklich schön. Tolle, tolle Bilder drin. Wirklich, also so richtig zum Abschalten und zum Genießen, sagen wir mal. Die Texte, stilles Wasser. Lass dich inspirieren vom Alten, vom Atem. Ich habe immer Schwierigkeiten mit solchen Schnörkelhandschriften, ganz ehrlich. Ich habe immer Schwierigkeiten mit fremden Leuten Handschriften. Ne? Sie ist gut lesbar, aber ich habe Schwierigkeiten damit. Dann verschnörkelt sich das in meinem Gehirn irgendwo. Ne? Ich habe lieber eine, ich muss reden. Meine Schrift kann ich selber nicht lesen. Gell? Aber ich finde die Fotos klasse. Wir lassen die Texte mal hinten an. Die sind mir zu kompliziert zu lesen. Man kann sie lesen. Ja, guck mal, die sind ganz, ganz klasse, die Fotos. Finde ich richtig, richtig schön. Richtig, richtig gute Fotos. Ja. Ich habe versucht, ein bisschen mehr aus Edgar Henning rauszuholen. Ich kann es nicht sagen. Es könnte sein, dass er schon verstorben ist. Ja, ich bin mir nicht sicher, ob es der ist. Es waren mehrere Todesannoncen zu finden. Aber na, ich finde die Fotos schön. Ich finde, das ist ein sehr, sehr schönes Buch zum Abschalten. Guck mal, hier geht es ein bisschen kaputt. Das liegt nicht an mir, ich habe es so bekommen. Wisst ihr, woran das liegt? Kann ich euch sagen. Da hat einer eine Seite rausgeschnitten. 20, die Seite 21, 22 fehlt. Naja, gut. Ich schätze mir, das war so schön, dass es sich jemand aufgehängt hat. Vermute ich stark. Weil die Bilder sind ja schon sehr, sehr schön, ne? Ja. Naja, also diese beiden Bücher, vermute ich, werde nochmal nachfragen, ob diejenige das haben will. Wenn, dann verschenke ich sie gerne weiter. Die sind einfach zu schade, um sie einfach so auseinanderzureißen. Die sind so liebevoll gemacht worden. Ne? Oh, der Himmel entsteht. Oh, guck mal, wie toll. Wie toll, wie toll, wie toll. Ja, das sind so wirklich... Ja, da hat man dann schon mal richtig Glück gehabt, wenn man sowas erwischt, gell? Wenn man sowas mal kriegt. Eine andere Welt. Ja, das sind ja auch fantastische Auflagen. Drohlicht, ja, das stimmt. Urquelle des Lichts. Ja, toll gemacht. Gehen, träumen, schauen, ja? Ja, der hat richtig schöne Sachen gemacht. Feuerhimmel. Für Liz ist auch schon tot. Gesehen und geschrieben von Edgar Henning. Dann ist er das auch gewesen. Dann ist er tot. Oh ja. Naja, sollte man in Ehren halten. Ich finde es sehr, sehr schön. Ich werde es auf keinen Fall kaputt machen. Ne? Das ist okay. 43 in Berlin, Hamburg, Nordsee, Jurastudium, Ausbildung zum Richter. Ah, okay. Ah. Bücher, hässliche, das ist er auch. Ja, der ist tot. Hm. Ja, 90, Bad Segeberg. Gut, das war der erste Streich. Ich hole eben die anderen Bücher. Wir machen kurz einen Umbau. Jetzt ist das nicht viel, aber es hat unheimlich viel Gewicht. Das erste Büchlein, was ich gekauft habe, Hansi und der Gockelhahn. Ne? Finde ich unheimlich niedlich. Ein Bilderbuch von, es ist älter, hört ihr sie wieder nöckeln? Nöckeln. Ich habe ja immer noch vor, ein Farmbuch zu machen. Und zwar habe ich ganz viele. Ich habe mehrere Golden Books mit Farmtieren. Und jetzt habe ich den entsprechenden deutschen Rahmen nochmal und werde das ganze Buch. Ich finde das toll. Ich liebe diese alten Bücher so. Ne? Ich mag das einfach, diese alten Sachen. Und die alten Zeichnungen, finde ich. Und die Farben sind fantastisch. Sonderausgabe von 78, ist aber Nachdruck von 43 und das gefällt mir sehr, sehr gut. So, dafür habe ich 1 Euro bezahlt, da kann man nicht meckern, ne? Das war der erste Streich. So, ich dachte, ich hätte noch ein Buch mehr. Ich
glaube, ich habe eins vergessen. Ich will mal eben schauen. Einen Moment. Oh, eins steckte noch in der Rollkarre drin. Ich dachte doch, ich hätte eins mehr. Wir fangen mal mit diesem an. Lust aufs Land. Die Landhäuser der Familie Guillaume und Rathausverein Oberwinter.de. Keine Ahnung, von wann das ist. Forsthaus Schloss Kamut. Oh, Moment. Ja, ich habe das mitgenommen aus diesem Grunde. Guck mal, 2 Euro. Ja, das sind diese schönen alten Fotos. Ne? Fotos und Bilder. Alte Sachen auch, neue Sachen auch, aber alte vor allen Dingen auch. Hätte gerne ein bisschen größer sein dürfen alles, aber okay, wir wollen ja nicht unzufrieden sein. Wir haben einiges jetzt, was wir benutzen können. Das ist, was war denn das für ein Anlass? Lust aufs Land. Das ist von 2016, also das ist nicht Herausgeber, Rathaus Oberwinter und Archiv. Naja, okay. Und dann Schloss Kalmuth. Jetzt muss ich das irgendwie gleich anders machen. Wartet mal. Das habe ich nämlich von der gleichen Händlerin. Ich lege das noch mal kurz zur Seite. Komme darauf zurück. Da war ich an dem Stand und dann habe ich gesagt, ist sowas älter, wo schöne alte Fotos, so kleine Sachen, so große Sachen. Ja, ich habe noch ein Buch. Das wäre bestimmt für Sie was. Dann kommt sie mit diesem Trümmerstück da, mit diesem alten Riesengetrümmer. Das ist so riesig groß, ne? Forsthaus Schloss Kamut gehört sogar zusammen, hatte sie aber aus einer ganz anderen Ecke rausgekrabbelt, gell? So, jetzt muss ich das auf den Schuber packen. Und ich habe gesagt, nein, ich brauche nicht so ein großes Buch. Nehmen Sie es bitte mit, ich gebe es Ihnen ganz billig. Hauptsache, ich will es nicht nochmal nach Hause schleppen. Es ist ein Mordstrümmer. Ich weiß nicht, wie schwer das ist. Von 17, guck mal, da Haus Kamut. Guckt euch die Aufmachung an. Ist das nicht absolut irre? Ich muss jetzt Kalmut, so Kalmut. Die Entdeckung, ich meine, allein dieses Format ist von wann? Also 2017 haben wir ja schon rausgefunden. Ist das denn, hat das denn eine ISBN-Nummer oder ist das auch so? Oh, das kannst du gar nicht. Das kannst du gar nicht dingens hier. Sabine Mann. 307 Seiten hat der Schinken hier. Nee, steht nicht jetzt explizit noch was drin. Ich glaube, das. Oh. Hey, guck mal hier. Ich mache jetzt einfach nur so, ne? Es ist fantastisch fotografiert. Ich kann das nicht kaputt reißen. Nein, das glaube ich nicht, dass ich das schaffe. Das kann ich mir nicht vorstellen. Guckt euch das mal an, wie toll das gemacht ist, dieses Buch. Ich gehe jetzt einfach wahllos. Guck mal hier. Guck mal hier. Guck mal da. Guck mal in Amerika. Na, es ist fantastisch. Die gesamten Bauarbeiten, die Restaurierung und. Sie sind fotografisch begleitet. Der Kronprinz, also ich muss mir das noch genauer angucken, ich kann euch das jetzt, aber die Fotografie ist einfach fantastisch, ne? Nee, habe ich gesagt, ich will das Buch nicht haben. Bitte, bitte, Sie haben doch eine Rollkarre, bitte nehmen Sie das Buch mit. Ich sage, ich möchte es nicht, mir ist zu schade zum Kopf. Guck mal hier, ne? Ist das nicht irre? Hier. 5 Euro, bitte nehmen Sie es mit, bitte. Ich kann es nicht wieder mit nach Hause nehmen, sagt die Frau zu mir. Guckt euch das an, ist gut gemacht, ne? Ist richtig gut gemacht. Hier. Naja, mich interessiert Architektur ja an sich schon. Ich meine, Haus Kalmut sagt mir nichts, aber wenn ich solche Bilder sehe, ne, dann weiß ich schon, dass mich interessiert, ne? Ich meine, wen sonst als mich, ne? Ich gucke jede Restaurierungsgeschichte, Renovierungsgeschichte, schon seit Jahrzehnten, da war ich in England schon immer ganz baff, wenn die dann 5 Steine im Quadrat hatten und haben daraus Häuser gebaut. Das hat mich immer schon fasziniert. Ne? Der Engländer an sich ist ja ganz schmerzfrei mit sowas. Ne? Aber es ist für mich sehr interessant. Ich werde es nicht kaputt machen. Also ich brauche solche zum Angucken nicht. Ich habe so viele Bücher. Bitte, bitte nehmen Sie mir das Buch weg. Nehmen Sie es, ich brauche es nicht mehr. Ich kann es nicht wieder mit nach Hause schleppen. Jetzt habe ich es zu schleppen hier.
Allein der Einband, der Schuber, ich muss mal schauen, was das wohl gekostet hat. Also das war ein richtig teures Buch, gell? Das war richtig, richtig teuer. Ja, ich muss... Oh, Entschuldigung, Kamera ab, Lampe kaputt. So ein riesen Monstrum. Warte mal, ich stelle es mal ganz woanders hin. Einen Moment. So. Ja, also gehörten die zusammen. Soweit sind wir vorgedrungen. Und dann war ich vorher an einem anderen Stand. Durch den Transport hat sich das jetzt gelöst. Das war noch dran vorher. Ist nicht schlimm. Und zwar habe ich dieses Buch entdeckt. Leitfaden für den Unterricht in der Kunstgeschichte. Ist das nicht ein super schönes Cover? Habe mich sofort irgendwie so drin verliebt. Habe ich gedacht, Mensch, das ist aber wirklich mal schön. Ne? Auch so schön gemacht einfach alles. Ne? Und zwar hier mit Stempel. Du kannst aber nicht mehr lesen. Leitfaden für den Unterricht. Das riecht so ein bisschen... Warte, haben wir da ein Datum? Haben wir irgendwo ein Datum? Er meinte um 1900. Wir hatten nämlich kein Datum. Da. 1878. Fünfte Auflage. 1882. Donnerschlag. Also dieses Buch ist von 1882. Ja, ich habe es jetzt einfach mitgenommen, weil mir das Cover so gut gefallen hat. Und dann habe ich festgestellt, es hat natürlich innen drin auch feine Zeichnungen. Teilweise sehr, sehr schöne Sachen. Interessante Sachen. Ja, hat jetzt auch wieder mit Architektur oder so zu tun im Grunde. Finde ich sehr interessant. Ich weiß nicht, ob mir das kaputt machen darf. Hat es eigentlich wegen dem Cover nur gekauft, muss ich sagen. Ist immer so eine Sache, ne? Dann hast du es zu Hause, denn so was Schönes Altes willst du dann nicht kaputt machen, ne? Ja, also es ist interessant, das Buch, ne? Es ist schon interessant. Leitfaden für den Unterricht. So, das ist jetzt während des Transportes, weil dieses eine Trümmerbuch da noch rein musste, das war einfach eine Katastrophe. Gottes Brünnlein haben die Fülle. Jakob Friedrich Staats Morgen- und Abendandachten frommer Christen. Es ist leider hier kaputt gegangen. Es war wirklich noch heil. Es ist sehr fragil. Guck mal, das hat so Nieten, ne? Weil das ist so ein wahnsinnig schweres Teil. Ne? Ja, guck mal hier. Ah, ich weiß, mein Mann hätte sich da begeistert für sowas. Dann kannst du hier einschreiben, Hausvater, Hausmutter, Trautag. Kannst du es richtig reinschreiben in das Buch. Gell? Kinder, Patenkinder, eigene Kinder. Schöne Umrandung hier. Jetzt kommt aber gleich der Knödel, wenn ihr gleich die Schrift seht. Dann oh, was habe ich gar nicht gesehen. Oh, guck mal hier. Uiuiui. Extra noch mit dem Pergament so davor, mit so einem Papierchen. Meine Güte, ganz, ganz, ganz dünnes Papier. Oh mein Gott. Meine Güte, guckt euch die Schrift an. Wow, oder? Ist das klasse? Das ist toll. Ja, es ist eigentlich von mir, ehrlich gesagt, so ein Grundsatz. Ich weiß nicht, habe ich ja schon mal erklärt, dass ich also grundsätzlich eigentlich keine, guckt hier, religiösen Bücher verarbeite, so prinzipiell nicht. Ich hatte es jetzt ehrlich gesagt, wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich gar nicht auf den Titel, ich habe nur auf diese große Schrift geachtet. Und war ganz angetan. Ich habe noch nicht mal gesehen, dass da noch ein paar Bilder drin sind. Guck mal, ob noch ein paar mehr drin sind. Das ist eigentlich nur geschrieben. Das ja, da weiß ich jetzt auch nicht. Die Bilder kann ich natürlich überhaupt nicht verwenden. Aber interessant, von wann das wohl ist. Das ist bestimmt von 18 Dunnemals, oder? Was meint ihr? Gucken wir mal, ob wir irgendwas finden hier noch.
vorne nochmal genauer schauen. Auch vorne, überall diese Metallnieten drauf, damit man es, wenn man es hinlegt, das Buch nicht kaputt macht. Shit, shit, shit. Es ist nicht hier irgendwo eine Jahreszahl zu entdecken. Vielleicht kommt da noch was. Ich blätter nochmal, weil das Buch hat noch nicht angefangen. Das Buch fängt erst hier an. Da gucken wir da nochmal genauer hin. Fromme Schriften für alle Tage im Jahr. Der ist 1879 ist der gestorben. Ja, könnt ihr euch vorstellen, muss es ja da zumindest dann um den Dreh auch veröffentlicht worden sein, gell? Bearbeitet von. Der ist schon. Ja, dann könnt ihr euch vorstellen, wie alt der Schinken ist hier. Ich weiß nicht, das kann man schlecht kaputt machen, ne? Guck mal, hier kann man sehen, wie sie das Buch gebunden haben. Das ist ja tatsächlich Leder. Es ist aber auch komplett durchgescheuert. Hier, das war es auch schon vorher, ne? Und hier die alte Zeitung noch, ne? Haben alles verwendet damals beim Buch. Ja, ganz ordentlich. Der Kleber hält immer noch, nur das Leder ist halt durch, ne? Tja. Ich weiß es nicht, was ich damit machen soll. Muss ich jetzt ehrlich zugeben, ich hatte ganz ehrlich gesagt, das war so blenderig da und ich konnte ganz schlecht gucken. Und ich habe nur dieses wunderbare Buch gesehen, so hier so, ne, von der Gestaltung, hier da auch mit zum Engel. Habe aber nicht lesen können, was wirklich da stand. Und habe nur dann aufgeschlagen und habe diese wunderbare alte große Schrift gesehen. Ne? Das ist ganz, ganz wunderbar. Tja, das ist so richtig, die ist so richtig, also so richtig eingestanzt ins Papier. Man kann es richtig fühlen. Habe ich noch nie erlebt, sowas. Tja, das ist meine Ausbeute. Also es war schon toll. Das muss ich sagen. Und aber es war super anstrengend, das kann ich euch sagen. Also in der Sonne hinterher, das war nichts für Petra. Also, oh mein Gott, das war so warm. Naja, wäre mein Mann jetzt da gewesen, dann wären wir eingekehrt, hätten vielleicht ein bisschen was, ein Stückchen Kuchen gegessen oder, ne, oder irgendwas. Aber alleine mache ich das auch nicht. Ich bin auch gar nicht mehr reingegangen, weil drinnen sind auch noch Stände, meistens von Verlagen und von so einer Stiftung meistens, hier aus dem Dorf. Die haben auch immer sehr viel. Zeige ich euch später mal irgendwann. Habe ich wiedergefunden von mir ein Buch. Zeige ich euch später mal. Naja, also ich finde die von der Nordsee so schön, die Sachen. Und das ist das nächste Projekt, dass ich diese Sachen verarbeite zu einem Farmbuch. Das habe ich schon seit Jahren vor. Das werde ich jetzt dann irgendwann in Angriff nehmen. So, und hier, das schlachte ich komplett aus. Das hat ja keinen besonderen Nutzen oder Nährwert. Wobei bei diesen anderen Sachen bin ich jetzt natürlich ganz ehrlich. Ich glaube nicht, dass ich sie kaputt machen möchte. Egal. Und diesen riesen Schinken, da weiß ich auch noch nicht, was ich damit anstellen soll. Ja, heute kein Basteln mehr. Ich ruhe mich jetzt aus. Es war sehr, sehr anstrengend heute. Wirklich die Rennerei alleine. Und Gott sei Dank habe ich gestern Reibekuchen mir gemacht. Frische Reibekuchen, also Reibeplätzchen sagen die meisten dazu. Ne? Reibeplätzchen aus Kartoffeln. Heute Mittag gibt es sie mit veganem Lachs und habe ich gestern schon gegessen. Die esse ich jetzt kalt. Und dann mit Apfelmus auch. Lecker, mag ich sehr gerne. Kann ich auch gut kalt essen. Das war's von mir. Ich bin schon ganz heiser, weil ich so einen Durst habe, so wenig getrunken heute Morgen. Bis zum nächsten Mal. Passt auf euch auf. Wünsche euch eine schöne Woche. Auf Wiedersehen. Vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Hat mich sehr gefreut und ich hoffe, es hat euch etwas Spaß gemacht. Kommt gerne wieder. Bis bald. Auf Wiedersehen. Passt auf euch auf. Auf Wiedersehen.